ist sie denn? Tau? Schau dich Suppen. Da. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Rune Factory Frontier. Hallo. Hallo, Yumi. Yunis hat mir... Oh. Anscheinend hat sie von Yunis auch Blumen bekommen. Ich habe jetzt noch mal im Internet nachgeguckt und ich weiß nicht, warum alle von Yunis Blumen bekommen. Und langsam bekomme ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich Yunis keine Blumen schenke. Habe ich irgendwas im Kühlschrank, was ihr gefallen könnte? Ups. Ich habe gelesen, dass sie Fisch nicht leiden können, deswegen gebe ich immer keinen Fisch. Vielleicht schenke ich einfach Honig. Oder die Erdbeermilch. Ich glaube, ich schenke ihr die Erdbeermilch, die ich von ihrer Mutter geschenkt bekommen habe. Sie mag ja süße Sachen. Und Erdbeermilch ist ja eigentlich so an sich süß, oder? Ich weiß nicht. Ich hoffe einfach, dass es ihr gefällt. Ups, jetzt habe ich 10 Erdbeeren mitgenommen. Egal. So, ja, damit traue ich mich mal hin. Ich habe... Oh, warte mal. Stopp, halt. Fast das Nicht-Wichtigste vergessen. So, eine Rübe noch für die liebe kleine Tau, die vor unserem vor unserem Haus steht und einfach so vor sich hin summt. Sie ist ein wenig merkwürdig und besonders gruselig, möchte ich anmerken, aber... Ich guck gerade. Wir haben 6 Uhr morgens gerade, während ich aufnehme und die Sonne geht noch nicht auf. Aber, naja, wir haben auch mitten im Winter. So random Anmerkungen zwischendurch. So. Hier bitte. Thank you. Danke. Ich liebe Rübe. Ja, ich weiß. Tau, du liebst Rübe. Hier habe ich falsch gegossen. Alles gut. Dann hier voll krass. Wow. Hart am Money Making. Das alles noch verkaufen. So. Ja, wobei das ist Kupfer. Wollte ich nicht, das sollte eigentlich in die... Okay, vergesst es, ich bin wieder mal total random im Kopf. So, gehen wir mal hier hoch. Dap, 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 in die Stadt. Wir suchen mal Yunis, vielleicht... Ich weiß gar nicht, was mit ihr los ist. Warum schenkt sie allen heute was? Ich habe wirklich online nochmal nachgeguckt und ich habe dann nichts dazu gefunden. Yunis? Warte mal, vielleicht ist sie, es ist Donnerstag, das ist tagsüber, vielleicht ist sie im Laden bei Rosetta. Ich habe mir gerade auf die Wange geschlagen, während ich nachgedacht habe. Das ist so mein Ding. So. Hallo? Ist da jemand? Da ist sie. Hallo Yunis. Hallo. Ich möchte dir das hier gern geben, Yumi. Du hast Moontop erhalten, vielen Dank, aber was ist der Grund dafür? Das frage ich mich auch schon seit letzter Folge. Zu dieser Jahreszeit wachsen wundervolle Blumen. Ich verteile sie, weil ich mich über das Lächeln der Menschen freue. Das ist schön und wird den Menschen sicher eine Freude bereiten. Und mir natürlich auch. Wirklich? Ach, das wäre wirklich schön. Zu dieser Jahreszeit wachsen wundervolle Blumen. Ich verteile sie, ja. Okay, einfach so anscheinend. Dann möchte ich dir eine Erdbeermilch schenken. Is this for me? Thank you. Okay, so krass abgegangen ist sie jetzt nicht, aber was will man machen? Welcome. Willkommen! Ja, wir unterhalten uns mal ein bisschen. Hello. Hi. Oh, hi. Ist heute irgendein Fest geplant? Yunis hat Blumen verteilt. Ja, habe ich mich auch erst gefragt. Anscheinend bin ich nicht die Einzige, die hier verwundert ist. Okay. Du machst auch das Erdbeeren sehr gerne. Dann kriegst du eine Erdbeere. Thank you. Danke. Aber wer kennst du meine Vorlieben? Oh ja, mach dich bloß nicht an mich ran, du Typ. Ja, ist ja gut. Keine Sorge, niemand wird zu Schemas an dich ran machen. Rosetta, ey. So, wir reden nochmal mit Danny, der Arme, zu dem geht ja jetzt auch kein Schwein mehr. Tut mir schon ein bisschen leid, aber noch ein bisschen. Nicht was reden. Ich bin nicht von hier, da kann ich nicht viel sagen. Aber es liegt so weit draußen. Was?
Was labert der? Ich schenke ihm lieber nichts. Die erstmal fand der doof. Und die Blumen möchte ich ihnen nicht geben. Die gebe ich ihres. Die freut sich ja noch viel mehr. So. Okay, dann. Ja, gehen wir hoch zur Walönse. Und vielleicht kriegen wir es hin. Vielleicht fangen wir in dieser Folge. Was heißt fangen? Zähmen wir ein Büffelmu. Das wäre richtig toll. Ja, aber erstmal gucken. So, klettern wir hinauf. Die Bohnenstange. Bohnenranke, eine Stange, was auch immer. Das Bohnending, die Pflanze. Wir klettern sie hier hinauf. Ja, gut. Okay, Pumpsäbel. Und los geht's. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie lange auch Iris schläft. Wie lange schläft sie? Oder bis wann ist sie wach? Also ab wann ist sie wach? Das wird mal herausfinden. Damn, so geht es hier. Das Messerstück. So, ich brauche ein bisschen Kupfer, ihr süßen kleinen Schnurzelchen. Gibt es hier irgendwo? Nein? Okay. Da hinten. Dann sammeln wir Kupfer. Kupfer. Ist hier irgendwo? No, hier ist kein Kupfer. Nee. Hier? Ach ja, ich brauche immer noch die Eiscreme auch, ne? Das wird auch noch dauern. Aber übermorgen kann ich eventuell bei Lute eine größere Küche erwerben. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Hier ist wieder nur Eisen und Altmetall. Und in erster Linie auch noch gerne einen größeren Lagerschrank. Den man unschwer erkennen kann, haben wir sehr wenig Platz. Gut. Eigentlich könnte ich gleich den Hammer ausgerüstet lassen, weil ich ja eigentlich eh nicht groß gegen was kämpfe. Das geht gegen die jetzt hier mal. Damit ich auch gleich eine Ameise zähmen soll. So zum Ernten ist sie nicht schlecht. Später dann, wenn ich dann zu viel habe, bräuchte ich eigentlich eine Ameise ganz gut. Da könnte ich ja jetzt schon mal vorsorglich eine zähmen. Die nächste Ameise, die ich sehe, wird gezähmt. Muss ich auch wieder ein bisschen wegen Gras aufpassen, dass ich genug Gras habe. Wäre eigentlich auch schon fast besser, wenn ich dann erst eine bessere Gießkanne hätte, oder? Müssen wir mal gucken. Na gut. Okay, na schön, bitte. Dich zerschlagen wir auch noch. Altmetall. Toll, hat sich gelohnt. gut, gehen wir weiter. Die nächste Ameise, die ich sehe. Du bist die nächste Ameise, die ich sehe. Hey there. Wow. Hey there. Hey there. Hey there. Hey there. Hey, ist ja gut. Du brauchst keine Angst haben. Emse. Nein. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, die Cherry zu nennen. Ich nenne diese Ameise jetzt Cherry. Oh. Das sieht irgendwie falsch aus. Sekunde. zum Glück bin ich schon auf weitergegangen. Cherry. Aber es passt trotzdem zum Glück rein. Cherry. Das sieht schon richtig aus. So, Cherry. Ah, denn da scheint der Cherry. Cherry, nicht Cherry. More Cherry. So, Yeah, ich will einen Eisenhammer. Bam! Was haben wir denn hier? Altmetall. Geil! Richtig krass Altmetall. Da freue ich mich. Ja, komm, nerv nicht. Nee, du bist nicht Cherry. Eigentlich hätte ich ihn auch Jerry nennen können. Also mit J, nicht mit CH. Ah, jetzt ärgere ich mich. Warum habe ich ihn Jerry genannt? Nicht Jerry. Ah. Egal. Ich wollte diesen, wir werden diesen Namen nie wieder lesen. Da oben geht's nicht weiter. Ich will doch ein bisschen was zerschlagen. Ich will noch ein bisschen Kupfer. Ah. Gib mir das Kupfer.
Kupfer, Kupfer, wo ist die Kupfer? Hier schon mal definitiv nicht. Toll. Nur wieder Eisen. Und Altmetall. Ganz viel Altmetall. Ui, ui, ui. Schweinchen. So. Hier noch was. Mach mal Platz, Digga. Ah, perfekt. Bams. Und? Ah. Ups. Gleich dreimal Kupfer. Das ist perfekt. Was wirbelst du da hinten so rum? Jetzt hast du dich selbst verwirrt. Jetzt fällt er auch noch um. Junge, was tust du da? Mach mal Kupfer. Sehr gut. Jetzt tut das so, als ob nichts passiert wäre. Ach, süß. Ach, oben lang. Gut, da haben wir wieder ein bisschen Kupfer eingesammelt, falls wir irgendwann zu irgendwas wieder irgendwelches brauchen. Das kann schon mal nicht falsch sein. So, jetzt mit Krummsäbel ausgerüstet geht es runter. Wir besuchen erstmal Iris. Und dann kümmern wir uns um ein Büffelmu, quasi um eine Kuh. Hoffentlich klappt das so. Wie ich mir das vorstelle, nicht, dass ich wieder vorher wegen irgendeinem anderen Scheiße ohnmächtig werde. Schauen wir mal. So. Energy Drink. Sehr schön, das. Ich glaube, den zählen wir dann. Die ist so schon alleine. Aua! Hau mich nicht. Kleiner Lümmel. So. Echt? Hier sind drei auf einmal. Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Wieder Reis. Ich bin froh, dass man halt immer mal auch Energy Drinks findet, weil die helfen mir wirklich sehr momentan noch. Vor allem, wo die für meine Verhältnisse jetzt auch noch so teuer sind. Das ist erstmal besser so. Das ist auch erstmal nicht okay. Rennt mal hier irgendwo hin. So, Dankeschön. Ich finde erstmal die Wahnsinnigen hier erstmal rum. Nochmal Reis. Na gut. Nochmal Energy Drink wäre eigentlich noch besser. So fast ein bisschen sogar. Ja. Gegengift, Gegengift, ist ein Gegengift. Gegen, gegen, Gegengift, Gegengift. Okay, schau. Gegengift. Was sagst du? So spät gehst du spazieren? Genieße es. Das habe ich nicht gelesen, was sie gesagt hat. Aber schenke ihr Moonshrub-Blumen. Ja, bitte. Thank you. Danke. It's a very pretty flower. I'll be sure to cherish it. Okay. So. Schön bei Iris einschleimen. Ich glaube, wir müssen uns sogar bei ihr einschleimen. Wir müssen sogar eine bestimmte Anzahl an Freundschaftspunkten bei ihr erreichen, um in der Story weiterzukommen. Wenn ich mich recht erinnere, ich habe das aber noch so ganz verschwommen im Hinterkopf. Ich mache es einfach. Ich glaube, irgendwie so 2, 3 Freundschaftspunkte brauche ich. Schauen wir einfach mal vorbei. Später, immer wieder. So. Ach ja, eine Kuh. Fast vergessen. So. Mal, hier muss doch irgendwo auch eine Kuh spawnen. Mal, genau da. Sekunde, ich versuche die beiden erstmal wegzukriegen. Aua! Alter, renn da hier einfach durchs Bild. Nur die. Okay. Am besten, ich ignoriere den Kleinen mal. Ich geh jetzt hier mal direkt ran an die Sache. Ich hab dich lieb, Kuh. Ich hab dich lieb, Kuh. Aua. Ich hab dich lieb, Kuh. Aua. Ich hab dich lieb, Kuh. Ha! Hey, ist ja gut. Du brauchst keine Angst haben. Oh, Kuh hat mich auch lieb. Moo! Nein, nennen sie nicht Moo. Ja, nennen sie. Wie soll es anders sein? Milta.
Das passt nicht. Wie nennen wir sie? Ich gucke gerade mal ganz kurz auf YouTube. Wer denn so in letzter Zeit am Anfang kommentiert? So. Aha. Ja. Das ist sehr schwer zu sagen. Boah. Ich nenne sie Aura. Wegen, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Aura-Style. Aura. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, meine liebe Zuschauerin. Aber ich benenne sie einfach mal nach dir. Tut mir leid, du bist ein Büffelmu. Ich wollte sie eigentlich am Mülltang nennen, aber ich verstehe nicht, warum sie den Namen hier nur so kurz gemacht haben. Okay, Aura. Warte in der Scheune. Ja. Gut, so halb zertroschen. Gehe ich dann auch mal lieber zurück. Bevor sie mich noch ganz destroyen. Okay. Knapp überlebt. Ich habe gerade überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, wie lange die Folge geht, wenn ich ehrlich bin. Es kann sein, dass das jetzt eine mega lange Folge wird oder eine ganz kurze. Seit wann nehme ich den auf? Oh Gott. Also, ich glaube, ich habe, als ich im Badehaus war, ne? Vom Badehaus, dann waren wir bei Younes. Und dann sind wir jetzt hier hoch. Ich weiß, wie lange die Folge geht. Ich mache mal noch einfach 5 Minuten dran. Ich habe gerade wirklich das Zeitgefühl verloren. Verdammt. Ich muss immer aufschreiben, am besten, wann eine neue Folge beginnt. Ich meine, ich kann es ja an der Dauer meiner Aufnahme erkennen, aber da ich immer mal zwischendurch auch mal was anderes mache und so, ist es auch nicht mal so zuverlässig. Es ist gerade irgendwie alles ein bisschen durcheinander bei mir. So, habe ich die Bürste noch in, ach, ich hab die noch in der Hand. Da kommt Jerry. Und, fühlt sich das gut an? Und Jerry so, ja. Du scheinst hinter Fahrtatendrang zu sein. So. Was erntet. Und dann sonst noch Tiere, die was geben. Gut, ich möchte eventuell später noch eine zweite Ameise bzw. ein zweites Erntemonster haben. Und dann auf jeden Fall noch mindestens 2, die gießen. Da muss ich halt eben in dem Fall gegebenenfalls... Oh ja, und noch den Tiger. Tiger sage ich schon, den Löwen. Den Wolf. Tiger, Löwe, Wolf. Nein, ja doch, Wolf. Den will ich natürlich auch noch haben. Also werde ich dann natürlich auch in absehbarer Zeit meine Scheune noch erweitern müssen. Oder? Wie viel können eins rein? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir gucken mal kurz nach. Scheune. Warte mal. Der Wolf. Gießen. Rasch eigentlich, oder? Mal ernten und dann nochmal was. Reicht eigentlich. Cool. So, gehen wir auf jeden Fall erstmal speichern. Bevor ich schlafen gehe, speichern. So. Und ich sollte schlafen gehen. Oh. Und es regnet. Darauf stehe ich schon so ein bisschen. Vielleicht jetzt auch, wenn ich mal mehr Tiere habe, sollte ich vielleicht auch noch mehr Grasfelder anbauen. Müssen wir mal schauen, wo ich auch Platz finde dazu. Weil das hier ist alles noch ziemlich zerrupft, aber an der Zerrupftheit hier kann ich das momentan leider noch nichts ändern. Ganz simpel aus dem Grund, weil hier die scheiß Steine sind. Wobei eigentlich reichen die Felder hier erstmal. Gut, lassen wir das erstmal alles hier so, wie es ist, würde ich sagen, oder? Ja. Gut. Dann haben wir jetzt auch schon relativ viel erreicht jetzt wieder. Das freut mich sehr. Jetzt kann ich eigentlich alles Mögliche machen. Das ist jetzt halt eben wieder so eine Phase, wo es auch wieder um viele Wiederholungen geht. Also ich könnte lernen, wie man schmiedet. Ich könnte lernen, wie man kocht. Ich könnte lernen, wie man Tränke bräut. Ich könnte meinen Charakter trainieren. Ich könnte Geld sammeln. Irgendwie halt eben Sachen anbauen, die viel bringen und so. Das machen wir erst im Sommer jetzt wieder.
Jetzt momentan ist halt eben alles, was ich irgendwo tue oder mache hier in dem Spiel, in der Schwebe. Und ich kann mich jetzt eigentlich auch wirklich selbst entscheiden, was ich jetzt die nächsten Tage in dem Spiel machen werde. Ich weiß gerade gar nicht, ob die Tage hier 30 oder 31, die Tage, die Jahreszeiten bzw. Monate hier 30 oder 31 Tage haben. Denn je nachdem, was es sein wird, wird morgen auch entweder Sommeranfang sein oder wir können zur Lute gehen. Ich glaube, wenn Sommeranfang ist, dann ist irgendein Fest. Wir gucken jetzt mal ganz kurz noch nach. Ich hoffe, dass der Frühling 30 Tage hat und nicht 31, weil wir so auf jeden Fall zur Lute gehen können. Ich weiß nicht, wenn irgendwie auf dem Marktplatz ein Fest ist oder so, ob dann Lute trotzdem da ist. Das ist das Problem. Schauen wir mal ganz kurz. Ups, ja genau, hier schauen wir nach. Wenn ich einmal zu bin, kann ich trotzdem schon mal die Sachen reinlegen. Hä? Achso, ist wieder ein neuer Level oder was? Oh Gott. Seht ihr, ich kann hier... Das passt sogar jetzt hier nicht mal alles rein. Das ist echt kacke. Ich brauche wirklich größeres Zeug. Okay, gut. Sagt der Kalender? Wir haben nur 30 Tage. Okay, dann hoffe ich einfach, dass wir morgen Lute dennoch irgendwo erwischen werden. Gut. Das ist halt trotzdem Luft, ne? Morning. Morgen! Du musst antworten, bevor ich die Briefe noch bei dir... bevor sich die Briefe bei mir noch stapeln. Hab ich denn einen Brief? Ah! Morgen wird endlich der Strand geöffnet. Ah, ich erinnere mich. Da war dieses lustige Beachfest. Außerdem findet ein Event statt. Komm also unbedingt vorbei. Oh, vergiss deine Badesachen nicht. Von Rosetta. Noch von Erik. Alles für den Sommer vorbereitet. Weißt du eigentlich, dass morgen der Sommer beginnt? Im Sommer wird sämtliche Frühlingssaat verdorrt sein. Besuche also unser Geschäft und kauf dir neue Sommersaat. Habe ich schon längst erledigt, Erik. Mensch, was denkst du denn von mir? Ich bin sehr vorbildlich, wenn es darum geht. Gut, dann würde ich jetzt den Tag hier offscreen beenden. Und wir sehen uns dann, denke ich mal, morgen zum Fest wieder. Zum Sommerfest, zum Strandfest, zum... Na, ihr wisst schon, am Strand halt. Da gibt es auch übrigens ein lustiges kleines Spiel, was man dann spielen kann. Ich bin eigentlich relativ gut darin. Es ist, glaube ich, gar nicht mal so schwer. Wir gucken einfach mal. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Ich glaube, ich rede auch wieder zu viel. Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wie mir jetzt geht, Rune Factory Frontier. Ich mache das hier alles noch, falls fertig, dass alles schick ist. Und ja, ich rede schon wieder zu viel. Bye.